Käse. These? Mozzarella. Ach so, ich dachte, eine These kommt jetzt. These, Käse. Käse. These, Käse, Senoris y Senoritas. Frohes Neues, Freddy. Frohes Neues, Arthur. Guck mal, wir könnten direkt so eine Sprecherrolle machen. Ja, sagen wir mal. Ja, okay. Hallo, Freddy. Hallo, Arthur. Hi, was geht's denn? Ja, bei mir gibt's heute Käse. Das ist meine These. Entschuldigung, ich esse gerade Mozzarella-Käse. Das ist widerlich. Sollen wir anfangen? Fang du an. Du kannst Ich was dachte, wir besser haben ist. jetzt angefangen. Ach so, ja, aber Ach du musst ja so. noch Hallo sagen, weil sonst ist das doof. Podcast 2 Tomaten. Hallo und herzlich willkommen zu Käsethese. Der Podcast, wo wir nur über Käse reden. Ey, das war geil. Ey! Ich hasse Käse. Voll die gute. Was? Ja, ich kann kein Käse. Ich bin Laktose und ich mag Käse nicht. Pizza ist tolerierbar, alles, was überbacken ist, schwierig. Ich bin Laktose. Ich Ja. bin gerade. Ich bin gerade Hauptbahnhof. Oh ja, ich komme gleich. Darf ich zum Anfang mit dir schimpfen? Ja, bitte. Also ich schimpfe mit dir. Ich meine, stellvertretend im Namen aller 250 Angestellten, die diesen Podcast schneiden. Oh Oh, oh. Oh die Rubrik, ja bitte, danke, oh. hat ein Intro, wo du in deinem Stöhner ja bitte, danke sagst. Den hast du nicht mit eingebaut. Das war verwirrend für die Leute. Ich habe mir diese Folge angehört und dachte mir, da kommt's jetzt. Jetzt kommt's gleich. Jetzt habe ich es nochmal. In der zweiten Folge muss es kommen. Das Intro für die Sequenz muss dein Ah, oh, ja, bitte, danke sein. Und ich sage sogar noch, du hast sogar dieses Coole, wo wir aus unseren lockeren, coolen, hippen Charakteren rausfallen, hier drin gelassen, wo ich dann gesagt habe, okay, das muss jetzt dann hier reinschneiden. Und dann sagen wir sogar noch die Zahl, die immer noch hier steht, 31,53, sage ich dann. Du sagst so, ja, Ja, okay, aber 31,50 dann. ungefähr. Ja, Okay. und dann geht's so weiter. Dann merkt man, dass wir richtig aufgesetzt sind. Echt? Nein, nicht schlimm. Man merkt es nicht schlimm, dass wir richtig aufgesetzt sind. Nur ein bisschen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich hatte mir ja tatsächlich Zeiten hier aufgeschrieben. Ja, aber ist nicht drin. Aber Also das Problem ist. selbst das Gespräch mit 31, 53 ist noch drin. Oh Gott, ist das so schlimm? War ich nackt? Komplett. Du auch? Auch. Oder wie man bei Das mir sagst du sagt, mir wenn ich jetzt, nackt wenn wir bin, gerade. teilweise. Sagst du mir jetzt, wenn wir gerade schon aufnehmen? Ja, das tut mir leid. Ja, Das ich hättest du mir wollte aber dich vorher sagen vorführen. können. Nein, 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 nein. Das ist jetzt so ein geschicktes Ding von mir, damit ich mich über dich drüber stellen kann, öffentlich. Damit du mich so langsam rausmobbst. So langsam. Genau, da kann ich endlich Podcast alleine machen. Und ich meine nicht mobben, ich meine moppen mit Ja. P. Damit alle, genau, rausmoppeln, mache ich dich. Ich Nee, moppel dich aber raus. ich erzähle dir mal ganz kurz die Schwierigkeit bei dieser ganzen. Ich schreibe mir eine Zeit auf und dann schneide ich Sachen raus oder rein, Ja, Sache. weil man immer schon vorher aufgenommen hat und so. Ja, man fängt halt vorher an aufzunehmen. Die Zeitspur, die uns hier angezeigt wird, Da werden wir muss man eigentlich aufnehmen. erst im Rohschnitt, wenn du die Dateien roh hast, voll technisch gerade, übel und interessant, Oh! Penis, Penis, aber du musst im Rohschnitt dann die Zeiten abgehen. Weißt du, die Rohschnittversion, dann das abgehen, was du wegschneidest und dann erst den Anfang Ja, ich machen. weiß, das habe ich auch gemacht, aber Ach irgendwie so. kam ich nicht auf die Sachen und ich habe mir auch keine Notizen gemacht. Ah, Neben da der stehen da nur Zahlen. Zahl stand nur Zahlen und der größte Fehler natürlich von allen war, ich schneide das dann später. Ja, ich schneide das dann später, ich schneide das dann später, ich schneide das dann später. In der Stunde muss die Folge online sein. Die Yep. Folge geht Oh, aber anderthalb Stunden. shit. Die Ja. Folge geht aber anderthalb Stunden. Und das heißt, ich konnte jetzt auch nicht alles komplett durchhören, um dann zu merken, ach ja, stimmt, das war's. Ja, Sondern es ist ja musste auch alles nicht schlimm. raus. Doch, Es ich ist ja glaube, auch es nicht ist sehr schlimm. schlimm! Ja, ich fand's doch schlimm. Okay. Also, ich schieb mir mal kurz einen Bonbon rein. Erzähl du mal. Du Ist wolltest es. was Cooles zum Anfang erzählen. Ja, warte mal, ganz kurz, jetzt bin ich total verunsichert. Also sagen wir dann, okay, pass auf, jetzt schneiden. Oh, kurz Pause, die Scheiß-Zuhörer, die Nein, Kack, nein, nicht so. die Löcher! So, und dann, okay, jetzt schneid wieder rein. Oh, hi Leute, da sind wir wieder. Hey, hier ist euer Nicht Lieblings. so schlimm. Okay. Nein, 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 nicht so schlimm. Wollen wir das jetzt machen? Okay, war nicht so Deswegen, lustig. jetzt probieren wir das nämlich mal. Ja. Wir sind jetzt bei Oh mir. nein. Du musst hier eine Notiz Oh machen. Das ist nee. ganz am Aber Anfang des Podcasts. jetzt noch, wo es eigentlich nicht notwendig ist, ne? Ich hasse Bei mir ist dich. Minute 5. Oh. Wir spielen jetzt die Rubrik ein.
Ja, bitte, danke. Und los geht's mit dem Intro. Jetzt. Und wenn du vergisst zu schneiden, scheiß Zuschauer, Wichser, ihr blöden Pissnäcken, ihr blöden Arschlöcher, ihr arschgeweihten Polöcher. Oh. Ja, bitte, danke. So, hi, da sind wir in der Rubrik. Hey. Ja, bitte, danke, wenn du das jetzt reingeschnitten hast. Das große Dankeschön von meiner Seite aus diese Woche geht an Arthur von Fisch, der letzte Woche mit dem mit der Hilfe von 400 Leuten hat. Ja. Jede Folge immer einmal irgendwo, damit du nochmal durchhörst. Das ist die 0, oh nein! 1. Oh nein! Das ist ein guter, Plan, ne? Gut, okay. 1, 7, nein. Oh! Wow! Okay, er macht's wirklich. 1, 8! Oh Gott, okay. 19. 5, 5, 5. 5, 5, 19. Ja, möchtest du dich noch bei irgendwem bedanken? Sonst beenden wir das jetzt mit dem gleichen Outro wie das Intro. Nein! Doch! Oh, come on! Ja, das ist bei Minute 6 dann jetzt. 6, 10. Nee, ich habe andere Minuten jetzt hier. Ja, dann deine. Ja, ich bedanke mich persönlich bei dem Liefermenschen, der einen Tag nach Silvester tatsächlich geliefert hat. Danke dir. Boah. Vielen Dank. Übelster Kater. Das Essen war richtig scheiße und viel zu teuer. Hm. Viel zu teuer! Hast du dir eine Pizza bestellt? Nee, ich weiß, so eine das Ding ist auch. Ich hab zusammen mit jemandem bestellt und es war, ich hasse Indisch, ne? Weißt du, was es war? Es war Indisch. Ja, es war Indisch. Oh. Es war Indisch. Indisch ist auch schwierig. Es ist schwierig und wenn man es eh nicht mag, ich meine, manchmal mag ich ein paar Sachen davon, gerade wenn sie lecker sind, also wenn sie gut gemacht sind. Und mir wird, weil ich so selten wenn's esse. Wenn es lecker ist, mag ja, ich Sachen. Ja, ich weiß, es war sehr logisch. Aber es ist halt, es gibt halt verschiedene Stufen von, und ich glaube, und es wurde mir auch bestätigt, gerade bei Indisch ist es so besonders wichtig, wie gut der oder diejenige das zubereiten, weil es gibt so, also, beziehungsweise es gibt so viele Levels davon. Vielleicht ist es auch Quatsch, vielleicht ist es wahrscheinlich ist es Quatsch. Aber es gibt halt, meine These. Wenn du 10 asiatische Lieferdienste nimmst, dann ist zwischen dem schlechtesten und dem besten nicht so eine große Range wie zwischen den 10 indischen Lieferdiensten, die du da nimmst. Ja, stimmt. Stimme ich dir zu. Stimme ich dir tatsächlich ist das, zu. War das verständlich? Ja. Also beim Inder, wollte? Also Inder sind ja auch Asiaten, ne? Ja. Obwohl man Inder stimmt. Sagt, das verwirrt mich auch bis heute noch, Leute. Ihr seid nicht okay. Alleine da draußen. Oh, ich bin auch da. Ich bin auch da. Oh, nee, aber wenn ihr beim Inder bestellt, ist es qualitativ echt am krassesten Unterschied, als wenn ihr bei einem Thailänder bestellt. Finde ich auch. Ja, oder einem Japaner oder einem oder, genau. Chinesen. Ja, obwohl, nee, Moment. Sushi sind auch Meilen. Ja, okay, ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja, beim Asiaten okay. Ist schwierig. Oh, es ist gerade voll der nervige Podcast bis hier. Voll langweilig. Stimmt. Voll Mann, langweilig. Mach mal jetzt das Outro kurz von dem Segment, bitte. Jetzt, hey, das war doch schon. Nein, wie, das war schon? Du hast dich doch danach noch bei wem bedankt. Ah ja. Okay. Jetzt. Oh. Ja, bitte, danke. Scheiße, Mann. Wir müssen das echt mal einspielen. Ich brauche mal so ein Soundboard. Ja, wir brauchen generell. Kann einer von euch da draußen Sound und ist so Sound-Engineer, der das so für Dumme auf so ein Stream-Deck legen kann, damit es echt nicht schwer ist für uns, sowas das zu machen? Das kann ich, aber ich muss es halt so einspielen können, dass du es auch hörst. Ja, meine ich ja. Das geht bei Teamspeak geht das, okay? Da gibt's sowas. Da gibt's so Plugins. Ja, deswegen. Also wir müssen das dringend mal machen. Ja, okay, machen wir. Okay, ja. Ich wollte auch seit 2 Folgen Einspieler basteln von Kometen. Bernd. Ah ja, da freue ich mich drauf. Frohes Neues, Freddy und liebe Zuhörer. Ja. Frohes Neues. Wollen wir ein kurzes Lied machen? Ja. Warte. Grüße gehen nochmal. Vielen Dank nochmal an als Management für dieses tolle Geschenk hier. Oh, was denn? Ich muss kurz meine Lippen. Ah, du hast Puste. Oh, ein neues Jahr ist da. Oh, ja, ein Jahr, ja, ist schon wieder tralala. Cumpleaños feliz. Das war gerade Zufall. Ne, ernsthaft? Cumpleaños feliz. Geil, oh ey.
Ey, ich hab das. Ich konnte das nie spielen. Das war ein Zufall. Ohne Scheiß, Mann. Wir lernen hier. Okay, Trial Error. Irgendwann muss ja auch Ende. Was wollte ich eigentlich machen? Wir wollten ein Lied machen. Das machen wir aber anders. Du hast doch schon ein Lied gemacht jetzt. Nee, hier. Ein geileres Froh Lied. Frohes neues Jahr an alle. Du hast gar nicht mitgesungen. Tut mir leid, ich wusste nicht den Text. Es tut mir wirklich leid ein bisschen jetzt. It's okay, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Bist du gut reingerutscht? Ja, war gut. Also, es war das erste Mal ein Jahr, wo ich etwas Besonderes gemacht habe. Oh. Und das war nix, weil ich habe ja einen Hund und deswegen bin ich zu Hause geblieben. Geil. Um zu gucken, wie der Hund damit klarkommt. Das mache ich aber auch nicht mehr. Also, Hund ist gut damit klargekommen, aber ja. Geil. Das war's. Dann habe ich mit ein paar Freunden was gegessen. Also war voll entspannt. War das allererste Mal, dass ich was sehr Entspanntes gemacht habe. Und ich muss sagen, das mache ich nie wieder. Echt? Ja, ich mag es gar nicht. Es hat mich wirklich fuchsteufelswild gemacht. Besonders, weil bei mir um die Ecke einfach zwei riesige Feten abgingen. Von all meinen weiteren Freunden und YouTube-Kollegen vor allem. Und ich mich dann doch ein bisschen alt gefühlt habe. Weil ich dachte so, ja, dieses Hundeding, ne, da sollte man ja mal drauf gucken, auch generell, weil der ist eigentlich gar nicht schreckhaft, mein Hund. Ja. War er auch da nicht. Also als das Fenster dann mal aufging, um rauszugucken, dann war er doch so, yo, Leute, könnte ich vielleicht hinter einem von euch mal sitzen? So, das wäre halt übel nice. Habt ihr jetzt nicht gesehen, dass ich einen Angstpups losgelassen habe, aber ihr riecht's vielleicht. dann war es kurz semi-cool, aber dann war es voll okay. Es war auch mal eine Erfahrung wert. Und an sich war es schön. Wie war es denn bei dir? Ach, ich finde das eigentlich total toll, so ruhig. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, gar nichts zu machen. Hm. Weil die letzten Wochen so ein bisschen turbulent waren. Und dann irgendwie so, ich war so, oh, warum denn jetzt Silvester? Können wir nicht einfach auf der Couch? Und dann kam das und dann haben wir haben ein bisschen Raclette und ein bisschen mit ein paar Freunden. Nicht zu viele, aber schon. Haben wir auch, ja. Schon ein paar. Und dann kann man hier aus dem Fenster wunderbar so ein bisschen Berlin-Feuerwerk gucken. Mhm. Das ging übrigens hier um die 2 bis 3 Stunden, konnte man tatsächlich am Horizont die Raketen sehen. Das finde ich so krass. Dazu nochmal, es war nicht das erste Mal, dass ich nicht so viel gemacht habe. Ich habe auch einmal, wollte ich auf eine große Party gehen, war auch schon quasi fast schon angezogen und so, aber dann bin ich krank geworden, einen Tag vorher. Oder an dem Tag so sehr, dass ich einfach dachte, nee, ich kann jetzt nicht unter die Leute gehen und es wird auch nicht toll. Und jetzt muss ich halt zu Hause bleiben. Und dann habe ich an dem Abend entschieden, dass ich streame. Und das war ganz toll. Das war eine ganz, ganz komische Erfahrung, aber auch irgendwie. Aber sowas finde ich auch cool. Ganz geil irgendwie. Ja, weil man war ja gar nicht alleine. So eine richtige Mission, ja. Man war tatsächlich nicht alleine. Ich hatte mir da ein schönes Hemd angezogen. Und schön. Ich hatte ja eh noch Sachen eingekauft für diese Party. Also ich hatte eh noch so einen Hut auf, glaube ich. Und so komische, diese Dinger, die man an so Stöcker klebt. So ein Bart und eine Brille und so. Total bescheuertes Zeug, was überhaupt nicht lustig ist. Aber dann im Stream war es irgendwie dann doch ein bisschen gut. Und dann bisschen die Leute, die dann halt auch so zu Hause saßen, die konnten dann mit zusammen so ein bisschen. Aber ich finde sowas auch schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sowas auch schön. Ist es auch. Ich bin ja auch älter, ne? Also gar nicht jetzt mal nur dem, haha, ich bin so alt und du so jung, sondern es ist ja vielleicht auch ein großer Unterschied, ob man dann, also fast 10 Jahre später, dann halt auch 10 Silvester mehr hatte und dann auch irgendwann sagt, ja, okay, jetzt langsam, ich muss auch mal nicht jedes Silvester richtig fett losgehen. Kann ich verstehen, aber also willkommen beim Live-Schlaganfall. Meine Güte, was war das denn gerade? Alter, leck mich am Arsch. Mir hat's gefallen. Ja, ich mach das professionell und lebe davon seit 5 Jahren, Leute. Kein Stress, also alles gut. Jetzt reden kann ich. Ich habe halt so das Ding, weil ich so runtergefahren habe in den letzten paar Jahren. Also, ich arbeite sehr viel und habe auch wirklich durch die letzten Jahre hinweg aufgehört,
sagen wir mal, Minimum einmal die Woche Alkohol zu trinken mit irgendwem abends und bin da sehr viel ruhiger geworden und deswegen überkommt mich das dann immer an so Festivitätsdinger, da ich dann da was machen will, weißt du, weil ich sonst auch hundesmäßig und das ist auch alles cool und das war eine richtige Entscheidung, aber das schränkt halt schon so ein, dass das halt auch nicht mehr geht, gerade verstärkt letztes Jahr, weil kleiner Babyhund, weißt du? Ja, verstehe. Dass man da viel mehr timen muss, viel mehr takten muss und es ist verstehe. Und wenn ich dann die Möglichkeiten habe, drehe ich dann richtig. Dann will ich was auch! Was dann auch so solchen Totalausfällen wie 11.11. zum Beispiel geführt hat, leider dann auch, weil ich dann halt gar keine Grenze mehr kenne und nur, alles! Alles! So, und, aber ja, das funktioniert dann immer einen Abend sehr gut und dann habe ich sehr viel Spaß und dann am nächsten Tag nicht mehr so. Oh, Freddy, Freddy? Ja. Freddy? 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 Ich bin da. Achso, du hattest doch, wann hattest du mir den Bärenwein empfohlen? Das war in einer der ersten Folgen, oder? Ey, kein Scheiß, ich habe das auch auf der Liste wegen was. Wenn du jetzt das Gleiche sagst, wir haben uns davor nicht abgesprochen, raste ich aus. Nee. Aber erzähl's mir bitte. Nee, meinst du es gar nicht so spektakulär? Ich wollte nur fragen, wann war denn das? Eine der ersten Folgen, oder? Eine der ersten Folgen, also vor ungefähr 2,5 bis 3 Monaten. Das ist jetzt der dritte Monat, wo wir senden. Genau, ja? Genau. Also und ja. Ich hatte mir damals nach unserem Gespräch direkt Wein bestellt, Bärenwein bestellt, genau. Von der Seite. Den habe ich jetzt Silvester das erste Mal probiert. Und? Lecker! 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 Also ich mag ja süß eigentlich nicht so gerne. Ja, und ich gibt ja auch nur, nicht nur süß, gibt ja auch Ja. Ich hab mir einen, den Holunder, der ist ja süßer. Ja. Und ja, einmal super. Den Moos. Moosbeeren, genau. Ich habe immer nur den Holunder probiert. Und fand den sehr lecker, obwohl er so süß ist. Hab den jetzt auch nicht viel getrunken. Andere Menschen haben den dann mehr getrunken, weil süß und so. Aber ich muss sagen, schon hat gut, mich ne? sehr, also hat mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Unser Konto lautet BLFDE508776. Ja, ich habe was viel krasseres. Ja! Ich habe was viel krasseres, auch bei Bärenwein. Bist du bereit? Okay. Ich hatte einen Freund da zu Hause, ne, über Silvester. Ja. Und dem habe ich dann so ganz stolz von diesem Bärenweine-Ding erzählt. Und er guckt mich an, der meinte so, ja, ich kenne das. Der Laden gehört mir. Wie du kennst das. Und dann meinte er so, ja, ich bestelle das schon seit Jahren. Ich finde sowas voll geil. Also war berechtigterweise, es war ein Kollege, den ich nicht super gut kenne. Und er hat mir dann so ein bisschen seine Welt eröffnet. Und ich weiß nicht, für wie viel Euro hast du da bestellt, wenn ich fragen darf? Das war nicht so viel. Ich glaub, hast du eine goldene Münze dazu bekommen? Oder irgendeine Münze? Nein, okay, dann hast du unter 40 Euro bestellt. Weil ich habe zwei Münzen dabei gehabt, weil ich habe halt so drei riesige Krüge bestellt. Und das waren über 80 Euro. Ich glaube, 82, 83. Ja. Pro 40 Euro kriegt man eine Münze dazu. Und dann guckte der mich an und meinte so, ja, hast du denn Münzen von Bärenweine schon? Und ich so, zwei Stück tatsächlich, weil es waren halt so Goldmünzen. Ich dachte mir so, worauf will der hinaus? Ja. Und dann kommt der aus dem Nichts, Alter, auf dem MPS-Festival. Kennst du das? Nee. Das MPS? Nein. Das ist das mittelalterliche Fantasie-Spektakulum. Das klingt geil. Da gibt's mehrere Mittelalterfeste. Da kann man sich no fucking shit gegen Münzen, ich glaube, es sind 80 Nein. verschiedene, fucking zum Ritter schlagen lassen und kriegt ein fucking echtes Schwert. What? Für Bärenwein und Münzen. Kein What? Scheiß, Mann. Kein What? Fucking Scheiß. Und dann bist du Mitglied der Bärenweintafelrunde. Kein Scheiß, Mann. Das ist so krass. Ich will das. Ja, warte, ich schick dir. Wie viele Münzen brauche ich? Schon. Einiges. Wie viel Münzen brauche ich? Also du kriegst auf den Festivals musst du halt nur 20 Euro für irgendwas bezahlen, dann geben die dir schon eine Münze mit. Okay. Und, wo schicke ich dir das denn jetzt? Ich will das jetzt. Schick dir das bei WhatsApp. Hier, da sind die Belohnungen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Münzen. Mann, wir reden schon wieder über Bärenbeine. Wir müssen aufhören damit. Entschuldigung, ja. Mann, also es gibt wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 36 verschiedene Münzen. Die muss man sammeln und ganz unten stehen. Hast du den Link? Achso, das sind verschiedene, ja. Ja, genau. Aber nee, nicht die verschiedenen, sondern da unten, scroll mal runter, also bei dem Schwert, ne? Ja. Siehst du den Zweihänder? Das Zweihänder-Schwert. Ja. Das ist eine rote 1, ne? Ja. Da scroll mal runter und dann ist da auch die rote 1. Für 80 Sammelmünzen oder 70 Sammelmünzen bei verschiedenen Motiven.
Das heißt 15 verschiedene Motive, davon aber also dann insgesamt 70 Stück. Dann kriegst du ein fucking Zweihänder-Schwert. Okay, und wann kriege ich den gut aussehenden blonden jungen Herrn da mit der Ja, der Kollege mit der Jeans, wohl bemerkt, passt da nicht so ganz funktioniert nicht. Ich will ihn haben, der ist süß. Ja, lecker. Nee, ja, aber was sonst noch ganz gut sein soll, ist. Meine Güte, wir müssen aufhören, darüber zu reden. Nee, ja, ist alles scheiße da. Gib uns Geld. Hier, als Ritter der Tafelrunde erhältst du ein T-Shirt für 10 Münzen. Okay, ja. Wie halt eine Tafelrunde ist mit Merchandise, wollt ihr auch mal zu meiner Tafelrunde gehören? Bubbleshop.de, dann kommt ihr in meine Tafelrunde, Leute. Hier ist euer Plüschdrachen. Oh, da gibt es doch so einen kleinen. Ey, ich will aber so ein Schwert. Ja, ich will das auch. 70 Münzen. 70 mal 40? Warte mal. Was, 70 mal 40? Was? Naja, ab 40 Euro kriegst du. Ach so, ja. 70 mal 40. Ich kann nicht so gut rechnen. Ich kann ja mit 7 mal 4 rechnen können, ja. Ne? 2800 Euro. Ja, gut. Ich glaube, man kriegt die Schwerter auch so irgendwo. Es ist ein Euro. Aber es gibt. Es gibt auch. Mach mal 50. Also das günstigste Schwert ist 50 Sammelmünzen. Mach mal 50. Wie viel ist 50 mal? 5 mal 4 ist. Was war 5 mal 4 ist? 24. 20, ja. Also läppische 2000 Mark. Ja, das kriegen wir hin. Also sauf mal schön weg im Sommer. Scheiße. Man kann Ritter werden mit Schwert jetzt. Ist gut. Nächstes Jahr hier im Podcast. Nächstes Jahr. Sitzen wir mit einer Leberzirrhose oder wie das heißt. Aber wir haben ein Schwert! Das ist wirklich. Ich wollte erst eine Mail dahin schreiben und fragen, ob es eine gute Idee wäre für jemanden, der 2000 Euro in Alkohol gesteckt hat, ob es eine geile Idee ist, dem eine fucking Waffe zu geben, die 1,80 Meter groß ist. Als Zweihandschwert ist, glaube ich, nicht die beste Kombination, aber. Sollen sie machen, oh, ne? Nee. Sollen sie machen. Cool. Thema sollen sie machen. Also ich bestelle jetzt die 2 Liter. Achso, nein. Ich bestelle jetzt die 2000 Euro Weine. Kack. Oh. So, reicht jetzt. Weißt du, was ich geil finden würde? Sag mal. Wenn wir so ein paar Münzen holen und wir gehen einfach, wir gucken, ob wir, da haben die 100% keinen Bock drauf, ob wir auf so ein mittelalterliches Fantasiespektakel umgehen und von da aus Podcasts machen. Ich glaube, das passt aber nicht so in den Kram. Dann einfach da. Und dann saufen. Cool, sehr gute Idee. Ja, und uns was kaufen. Finde ich gut. Du hast ja mal ein Video gekriegt, ne? Dass ich die Geschichte habe, wo ich die Leute getroffen habe in Bremen. Ja, habe ich bekommen. Ich war baff. Das habe ich auch nochmal irgendwo veröffentlicht, ich weiß nicht mehr wo. Aber links daneben war auch ein Stand. Da hingen so Mäusefallen an der Wand. Und da war ein Mann, der war auch gekleidet wie im Mittelalter. Und der hat dir dann so kleine Stoffratten quasi gegeben in die Hand. Und dann konntest du so diese Ratten gegen die Mausefallen werfen, gegen an der Wand. Das war ein bisschen lustig. Also pass auf, ich habe hier noch 2 leere Räume im neuen Büro, ne? Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Oh. Rattenwerfwand! Rattenwerfer! Das ist der Rattenwerfer 2000! Mit extra neuer Rattenköpfanlage. Wer ist denn Manuel? Neuer. Der steht davor und versucht, die Ratten abzufangen, oder was? Mit extra Neuer! Ich meine Manuel! Manuel! Ah, ein bisschen falsch abgebogen sind wir gerade. Das war meine Schuld, wegen Manuel. Entschuldigung. Das ist aber total in Ordnung. Wir sind eh falsch abgebogen, gleich am Anfang des Podcasts. Und wir können auch, glaube ich, gar nicht mehr zurückdrehen. Aber Grüße gehen raus! Grüße alle, gehen jetzt richtig raus! Zuhörer, wir kriegen ja unglaublich tolles Feedback. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ich finde das wirklich so schön, wenn Leute sich freuen. Und auch das halt machen können, wenn sie gerade was anderes dabei machen. Ich finde, dafür sind Podcasts da. Für mich ein bisschen. Und das finde ich einfach toll. Es ist einfach, ich finde das so schön, Freddy. Jetzt ist es noch komischer geworden. Jetzt können wir eigentlich ausmachen. Es ist jetzt wirklich können wir eigentlich komisch. Ausmachen. Ich würde es einfach jetzt beenden. Ich gehe mal gerade kurz unter den Hashtag, gerade weil du gesagt hast, Feedback. Hashtag 3 Karotte. 3 Karotte, ja, das fand ich auch schön. Ja, die Antwort ist ja. Ja. 3 Karotte ist genauso wie 2 Tomaten. Dann hat uns noch der Daniel geschrieben hier, wir sind nicht in dem Podcast des Monats, ne? Echt? Ja. Ich würde aber auch gerne einfach mal, kennt jemand wen von Spotify? Könnt ihr die mal anschreiben und einfach mal sagen, das ist gut hier. Wir würden gerne mal Homepage gefeatured werden. Vielleicht brauchen wir noch eine neue Grafik. Alter, wie viele Pilze eingesendet wurden.
Mega, ne? Ich habe auch letztens noch mal ein paar Pilzbilder gesehen. Und voll geil. So, ui, ui, ui. Danke, Sophie. Ui, 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 ui. Danke, Leute, danke, Hashtag zwei Tomate auf Twitter. Wir gucken da immer regelmäßig rein. Wir sind danke, Johanna. Aktiv. Oh, Johannas Bild ist toll mit dem Elefanten. Ja, ne? Das ist der Pilzelefant. Pilzefant. Ele-Pilz. Ele-Pilzi. Ich hab, ja. Ja, bitte, sorry, wir haben genau gleichzeitig angefangen, das können wir nicht machen. Ich hatte nur einen kurzen Einwurf, ich hatte noch Reste-Pilze und habe ganz, ganz viele Champignons gebraten gestern. Ui, mit richtig was? Richtig viele. Einfach nur Champignons? Ja, mit so Raclette-Reste, also Zwiebeln, oh, Pilze. Das ist so gut. Wir hatten noch einen ganzen Teller Fleisch, den habe ich auch und abgebraten, wie man so und schön dann sagt. So Reis mit Scheiß einfach. Reis mit Scheiß, ja. Dann noch da Reis rein. Oh. Ja, ein bisschen Zucchini rein, bisschen, ja. Und dann nach dem Braten natürlich den Raclette-Käse noch oben drauf gelegt. Bach, das war, oh, lecker, Mann. Aber du sprichst es schon an, ich habe momentan auch das Feeling. Also ich habe ja noch den Rundumschlag. Alle Menschen haben normalerweise Heiligabend, dann irgendwie die Weihnachtstage, weißt du? Heiligabend, die Weihnachtstage. Und dann danach noch die Weihnachtsfeiertage, ja, die nach dem 24. kommen, wo man ja halt viel frisst, vor allem viel Fleisch. Ja, und das darf danach man nicht, ist so Silvester, da wird halt so wegraklettiert oder es gibt Filet oder sowas, weißt du, auch nochmal bei vielen hier zumindest, ja, in der Ecke. Und ich fühle mich momentan wirklich so wie mal so eine Woche Veggie. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für so ein bisschen Ausgleich mal in meinem muss Leben. Man. Also ich bin wirklich gerade so ein bisschen auch überfressen damit. Muss man. Sowieso, also jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt das ganze Thema aufmachen wolltest, aber auch Nee, gar nicht. Was heißt, ja, natürlich, tausendmal besser. Meine Güte, ey, wäre ich nicht so ein fucking, also ich suche da auch nicht die Schuld bei irgendwas oder irgendwem oder schlechten Ersatzprodukten. Bullshit, das liegt alles nur an mir. Ich bin ein absolutes schwaches Stück Scheiße, dass ich das nicht mal ja, durchziehe. Ein bisschen zu viel Fleisch auch, glaube ich. Bei mir boah, auch. Bei mir auch. Bisschen zu viel wäre gut, Alter. Morgens Wurstbrötchen, mittags Fleisch mit irgendwas, abends noch irgendwie schön Fleisch bei. Leck mir am Arsch ein bisschen zu viel. Das ist, also ich da könnten hier Autos einfach mal aufhören zu fahren. Oder 20 Autos mehr fahren, wenn ich aufhören würde, Fleisch zu essen. Ja. Ich ja sag's dir. Das ist aber so eine Anregung vielleicht auch im neuen Jahr für die Leute, die jetzt hier zuhören. Man muss nicht immer gleich irgendwie diese komplette Schwarz-Weiß-Grenze aufmachen zwischen Vegetarier und Nicht-Vegetarier. Man kann nö als Fleischesser auch einfach mal sagen, ich fahre jetzt mal 10% runter oder 20. Richtig, richtig. Oder 30 oder mehr. Richtig. Und das hilft auch schon oder würde helfen, wenn das viele Leute machen würden. Also es müssen sich auch nicht gleich alle prügeln. Oh, ich will aber mein Fleisch haben und so. Man kann das auch anders ja angehen. Das ist ja auch sehr stereotypisch so. Also mein bester ja Freund ist jetzt auch seit ein paar Jahren Veganer. Und mit dem gehe ich auch essen, ne? Also der sagt dann auch, ja, wäre cool, wenn du dich da ein bisschen mit auseinandersetzen würdest mal. Und das ist so das Heftigste in die Richtung, wo der mich pushen würde. Mhm. Weißt du, obwohl wir wirklich über alles und jeden und Gott und die Welt reden. Ja. So, weil er auch sagt, so, es ist geil, wenn du dich damit auseinandersetzt. Weil, keine Ahnung, also wie gesagt, ich suche da auch nie die Schuld bei irgendjemand anders. Es liegt halt absolut rein ja und alleine ja nur an mir und dass ich das nicht durchziehen kann. Weil ja, das Grundding, ja, aber viele driften dann ja so weg und sagen, ja, es liegt daran oder Nicht-Fleischprodukte schmecken so komisch. Das ist der größte Bullshit. Als ich auf der Hochzeit von meinem besten Freund war, ich war ja sein Trauzeuge, da haben die natürlich auch, also es war sehr, ich erzähle das einfach mal, ja, ne? Oh, Jochen. Um den Namen mal zu verändern, der ist nicht Jochen. Ach so. Das war sehr intim und da waren nicht viele Leute mit und da wurde halt auch dann frisch gekocht immer und halt auch alles nur vegan und es war so fucking lecker die ganze Zeit. Und ich dachte mir halt auch so, ja, wenn es einer macht, dann würde ich es auch machen. Das war dann so dieser böse Arschloch-Gedanke, weißt du? Ja. So nach dem Motto, Fleisch ist einfacher, war dann so in meinem Kopf, hat ja hat's mich so angeschrieben. Stimmt eigentlich. Das waren halt auch absoluter Bullshit. Also exakt der gleiche Weg in den Markt, um dann eine Station früher höchstwahrscheinlich noch die Sachen ja aufzupicken. Also absoluter Unsinn. Aber da habe ich mir auch selber erwischt und dachte mir, Aber ich möchte diese Woche, 2019, dieses Jahr auf jeden Fall mal heute angehen, noch dass ich zumindest so was für mich ein Riesending ist, das eine Woche lang zu machen. Also es ist wirklich für mich absolut riesig. Hört sich total banal an. Ja, ja. Aber ja, ich möchte es zumindest machen. Und wenn ich das erfolgreich durchstehe, möchte ich es zumindest aufnehmen, dass ich es mal 2-3 Tage in der Woche hinkriege. Yes. Ey, ich mach mit, Alter. Ja, finde ich gut. Mal eine Veggie-Woche. Ich mache auf jeden Fall mit. Also ja, also auf jeden Fall die Prozente. Das muss alles ein bisschen runtergehen. Ja. Man hat natürlich, wenn man in einer Großstadt wohnt wie Berlin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hat man natürlich einen riesen ist Vorteil. Ist keine Großstadt, ist Köln. Ach so, ups, ja, hab mich vertan. Ist eine Großstadt, wir haben eine Million da, Leute, alles gut. Da hat man
den Riesenvorteil, dass es natürlich auch Restaurants gibt, die auch liefern, die komplett auch nur Veggie oder vegan machen. Und das sehr, sehr lecker ist. Unglaublich lecker. Wir haben ja sogar hier ein paar Straßen weiter ist sogar so ein Fastfood veganes Ding, sogar zwei. Der eine heißt Wöhner, der vegetarische Döner. Geil. Die haben aber auch veganes natürlich. Und die machen halt wirklich so einen Döner mit so Käse, Ersatzsoße und so. Das ist super lecker, aber super eklig und fettig. Also nicht eklig, sondern fettig einfach. Und genauso der andere Laden, die machen auch Burger und so weiter. Zum Beispiel kann ich sehr empfehlen, welcher war das? Der Blumenkohl-Burger ist mega. Mega! Und auch selber selbstgemachte Pommes und so. Tatsächlich auch geil. Wirklich, wirklich mega lecker. Und genau, und wenn du jetzt irgendwie nicht sowas hast, dann bist du ja darauf angewiesen, erstmal überhaupt, dass du kochen kannst. Und dass du dann auch immer auch sehr, sehr kreativ kochen musst mit veganen Sachen. Aber ich finde, wir haben uns jetzt geeinigt. Wir fahren ein bisschen runter. Auch alle Zuhörer haben gesagt, bitte. Ja, gerne. Das machen Richtig, wir so. Richtig, genau. Und dann können wir eigentlich in dein nächstes Thema starten. Oder wolltest du noch was singen? Ich würde nichts mehr singen. Ich suche gerade schon was raus, tatsächlich, für das nächste Thema. Deswegen bin ich auch so am Tippeln. Ich habe auch nichts, liebes Internet, ich habe sehr wenig aufgeschrieben. Pass auf, wir machen das. Wenn du was hast, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Mach mal. Zitat der Woche. Ja. So. Komm mal raus. Achtung. Ja. Das ist sehr frisch gerade. kommt von der Silvesternacht. People, I don't see any movement. Dieses Zitat heißt auf Deutsch, Leute, ich sehe keine Bewegung. Und es kommt von dem Streamer Ninja. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Oh ja, ich hab's heute gesehen. Oh, ich hab's heute Morgen wirklich noch gesehen. Oh, unangenehm. Also man hätte auch als Zitat, ich habe kurz überlegt, ob man das andere Zitat nimmt. Es hat jemand irgendwie geschrieben, when you get out of your Twitch bubble and step out into the real world oder so, also sinngemäß. Ja, also grob übersetzt für die Leute, die kein Englisch können, sind einige dabei hier. Ja. Bin für euch da, Leute. Ja. Jetzt übersetzt. Danke. Also soll ich übersetzen? Ja, mach mal bitte. Wenn du aus deiner Twitch-Blase, Twitch ist die Streaming-Plattform, auf der Arthur regelmäßig Livestreams veranstaltet, unter dem Pseudonym Fischkopf. Wenn du aus dieser Blase heraustrittst und in die normale Welt kommst und normale Leute nicht so auf dich reagieren wie gedacht. Ja, und dazu die Erklärung. Der Ninja, der ja auf Twitch streamt und da sehr erfolgreich ist, wurde Ganz halt schönes Gerät, der Typ. Ja, mega. Also wirklich der größte Streamer auf der Welt, hat die größte Zuschauerschaft, die er zu einem Zeitpunkt gebündelt mal hatte, waren über 600.000 Leute. Das war, als er mit Drake, dem Rapper, irgendwie zusammen gestreamt hat. Mhm. Ist trotzdem immer noch sehr, sehr groß, auch wenn er nur noch 100.000 bis 200.000 Zuschauer hat jeden Tag. Und was ein Drama. Mit dem, ja, der macht Millionen im Monat. Weil er so groß ist, laden ihn ja immer mal wieder Leute ein, um krasse, coole Aktionen zu machen. Und dieses Jahr wurde er eingeladen am Times Square, irgendwo da in der Nähe, also mit Blick auf Times Square, hat er dann gestreamt mit seinen Kumpels, also mit, ich glaube, Tim the Tatman, mit Dr. Lupo, ist ja auch egal. Saßen sie da, hatten da auch irgendwie Publikum. Ich habe das nicht ganz verfolgt. Ich weiß jetzt keine krassen Details, aber worauf sich dieses Zitat bezieht ist, das war alles so gebaut, dass er so einen Balkon hatte und draußen am Times Square waren ganz viele Menschen. Die waren natürlich alle da wegen der Silvesterfeier. Und offensichtlich dachten die Veranstalter von dieser Sache mit Ninja, der von vor Ort gespielt hat, dass die auch wegen ihm da waren. Und es hat übrigens auch noch hart geregnet in New York. Also die Leute standen alle pudelnass da. Und anscheinend standen da nicht so viele wegen Ninja. Auf jeden Fall gibt es ja für die Leute, die es nicht kennen, bei Fortnite, dem Spiel, was er immer spielt, gibt es so Tänze. Du kannst innerhalb des Spiels kannst du so dumm rumtanzen. Da gibt es einen ganz besonderen, ganz bekannten Tanz. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gesehen im Internet, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Und wo man immer die eine Hand hinter den Rücken und dann die andere Hand wieder in den Rücken und so. Ne? Flossing heißt das, ne? Heißt es so? Flossing, ja. Flossing, okay, auf jeden Fall. Geht er halt an einem bestimmten Moment, geht er halt auf so ein Podest, auf so einen Balkon und guckt so auf die Leute herab
Und hat auch ein Mikro, glaube ich, drauf gehabt und konnte die Leute ansprechen richtig. Und dann hat er gesagt, okay, come on, let's go. Und tanzt diesen Tanz vor und will halt, dass alle mittanzen. Das waren bestimmt hunderte Leute, ne? Das waren hunderte Leute unter ihm. Und keine Sau bewegt sich. Das tut so weh. Auch wenn du drüber redest, ich weiß nicht, warum du immer diese Cringe-Sachen so perfekt rauspicken kannst. Ich hab schon wieder Magen. Oh, das war wirklich schlimm. Die Leute gucken so hoch und die, also wahrscheinlich, die meisten von denen haben ja den Tanz schon gesehen und hassen ihn wahrscheinlich. Also ja, hassen es ist das Schrecklichste. Ihn so also es ist sehr. Wirklich, wenn ihr an Fortnite und Tanzen denkt, genau das ist der Tanz, Leute. Wir müssen nicht mal drüber reden eigentlich. Genau das ist das. Und so cringy Fortnite und Tanzen, ja. Sekundenlang, wenn nicht, ich weiß nicht, ob er da eine Minute stand oder länger, versucht er die Leute zu animieren und ruft, people, I don't see any movement, let's go, let's do it. Grob übersetzt an dieser Stelle mal wieder, ich sehe keine Bewegung, sagte er auf seiner Plattform stehend zu den Leuten, die vor ihm standen. Oh Gott, oh Gott, das war so schlimm. Ich meine, man denkt ja immer, oh Gott, selbst dieser krasse Mensch, den kennt jeder und den finden alle toll irgendwie. Mhm. Aber es ist halt genau der Punkt, ne? Du kommst halt aus dieser Twitch-Sache raus. Und, ja. und da bist ja, du halt niemand. Man lebt so, ja genau, also man unterschätzt das, glaube ich, auch immer, ne? Selbst wenn dich Millionen an Leuten jetzt ja kennen, auch sehr, sehr Mainstream viele Leute kennengelernt haben, weil du an so vielen Formaten teilgenommen hast, ist es ja trotzdem noch so, dass es so viele andere Millionen Menschen gibt, die gar keine Ahnung haben, was für ein Idiot du bist eigentlich und warum da gerade so ein rotköpfiger Idiot neben Mariah Carey auf so einem Podest steht und mitten im Regen sagt, hey, ich sehe keine Bewegung, Leute. Also, Überleitung. Um geschickt überzuleiten. Aua. Ich habe keine. Diese Woche war bei mir voll gedruckst mit Arbeit und sonstigen hier in diesem Büro. Hausaufgaben vergessen. Ich habe kein Zitat der Woche, deswegen habe ich mir jetzt gerade eins rausgesucht und zitiere heute zum Anfang des Jahres den Dalai Lama. Oh, du bist so kreativ. In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Cool. Okay, haben wir das schon mal. Wusstest du, dass ich den Dalai Lama mal getroffen habe? Getroffen? Ja. Auf einer LAN-Party? Ich hab sogar den Schal. Ja. Was? Der war mit mir auf der Southcon. Ihr wart Northcon, ich hab mit dem schön Smash gezockt. Boy. 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 Boy, geil. What you doing, boy? Hast du gewonnen? Ich hab den. Wen hat er gespielt? Yoshi natürlich. Yoshi natürlich. Hä? Die alte Sau. Geil. Und dann saß der Dalai Lama neben mir in seinem Mönchsgewand und hat die ganze Zeit Yoshi gesagt. Und seine ganze Religion ist zerfallen. Und dann die Leute in Tibet haben es im Livestream gesehen und haben die Tore aufgemacht und haben gesagt, nehmt es euch einfach jetzt. Ist okay, ist okay. Nach der Scheiße können wir nicht mehr zurückkommen. Okay. Das Thema ist, glaube ich, durch jetzt. Lass mal aufhören, den anderen zu suchen. Der Typ hat es verhauen. Das Ding ist durch. Feierabend. Das mag jetzt keinen Sinn mehr. Ja. Oh. Weil der Dalai Lama schön wieder mit Yoshi eine Runde gezockt hat. Nein, der war mal in Mönchengladbach. Und da habe ich voll früh Tickets bekommen. Und da war halt irgendwie auch, keine Ahnung fucking warum, aber dann kam halt vorher so, das war wie Groupies, so kam halt vorher so ein Trupp und meinte so, jo, wollt ihr den treffen? Und wir so, ja. Und dann wirst du ja erst so gesegnet und dann kriegst du einen Schal. Den habe ich bis heute noch. Und dann stellst du dich vor ihn und sagst, Ole, Dalai Lama, geil, wir fahren zusammen in den Pub. Wofür ist denn der Schal? Das verstehe ich nicht. Ja, da wirst du gesegnet mit. Also das ist so wie, ach so, wie Einheit. Dachte, das so im Prinzip wie das in Da steht dann ganz fett Dalai Lama versus Lakers, genau, drauf. Dalai Lama versus Schalke oder so. Ole! Und dann, genau, dann hüpft er so rum. Nee, war sehr lustig. Habe ich mir auch angehört, das war so ein Interview mal. Ist schon eine ganze Weile her. War super interessant. Und danach habe ich dann noch auch als postpubertärer Piglon, habe ich dann auch noch gesagt, oh ja, Buddhismus ist das, wo ich mich hingezogen fühle. Weil ich einmal den Dalai Lama gesehen habe. Toll. Du fucking Idiot, Vergangenheits-Freddy. Ja. Zukunfts-Freddy. Ja, kluger Typ. Vergangenheits-Freddy, immer ein Arschloch. Ja, die anderen können jetzt ja nicht mal eben Jesus
sich angucken gehen und Schal, ne, von dem kriegen. Einmal, ne, kurzes Interview. Dachte ich mir auch. Ja. Wenn habe ich auch gesagt, da kam dann wieder so ein Priester in der Kirche, ich habe gesagt, ja, wo ist denn der scheiß Schal von Jesus, Brudi? Wo ist mein Jesus-Schal? Wo ist jetzt? Und dann wollte er mir wieder so ein Jesus-Chips in den Mund drücken. Da habe ich gesagt, geh mal weg mit den Jesus-Chips, Jürgen. Schal, Mann! Die anderen halten mich warm im Minder. Ich krieg hier nur so irgendwie so ein durchgeschnittenes Brötchen, kriegst, Alter. Kriegst ein bisschen der warm. Leib Gottes und der Blut, was das? Ich will Schal. Ja, wobei die Schweine geben dir ja Chips ab, aber saufen immer nur selber, ne? Kommt drauf an. Nee, Evangelien machen teilen. Was? In der Kirche? Oder? In ja, der ja, Kirche? Ja, da kann man. Doch, da wird es immer so abgewischt, wenn Leute saufen dann. Ey, bei uns, wir haben immer nur Chips gekriegt, wir durften nicht trinken. Immer nur Chips gekriegt. Einfach, kommt da jemand so mit der. Warte, hier. Lustigerweise, durch Zufall liegt hier eine Tüte. Und im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Mit so einer funny Frischtüte. Und auf einmal springt Heidi Klum aus dem Priesterding. Plötzlich geht er nicht. Die Sache und der Vorhang auf von diesem Laden, wo man immer seine Sünden da preist, kommt sie raus und hält so eine viel zu hübsche Tüte. Funny Frisch Chips. So eine gebügelte Funny Frisch Tüte. Ja, Leute, Bock auf ein bisschen Jesus? Oh, stell mal vor, die machen so eine Chipsorte von Funny Frisch, die der Jesus-Geschmack. Haben ganz viele kleine Oblätchen einfach reingekrümelt. Und auf der Tüte steht immer drauf, ich hab ja gesagt. Ich hab ja gesagt. Zu Jesus aber. Oh Mann, ey, wir kommen so in die Hölle jetzt, Mann. Oh, das war ein bisschen zu deep. Das war ein bisschen zu deep jetzt, Leute. Ja, nie wieder. Jesus! Jesus! Wie so ein Opa ohne Zähne. Jesus! Ja, das Ding geworden. Du musst ja pusten immer, wenn du. Ja, ja, that's what she said. Ich habe gesehen, du musst ja pusten immer. So, okay, gut. Das war's mit unserer wunderbaren Rubrik. Spiel uns raus bitte hier. Ich kann nicht mehr. Spiel uns bitte raus aus der Show. Spiel uns raus, Johnny! Spiel uns raus, Johnny! Johnny, spiel uns raus! Oh, heilige Mutter. Johnny, schnell, spiel uns raus. Oh, ey, mein Bauch. Du, ich habe mir was ausgeschrieben, was ich im Nachhinein immer noch sehr lustig liest und was, glaube ich, ganz gut reinpasst. Ich habe für Silvester eingekauft und bin so durch den Laden gegangen. Und immer, wenn du in den Supermarkt reinläufst, ist ja erst Obst und Gemüse, ne? Das ist ja so diese Verkaufstaktik. Und dann habe ich so eine Sache gesehen und dachte mir, wo ist denn mein persönlicher Berührungspunkt mit der Artischocke eigentlich? Oh. Und dann habe ich sehr lange überlegt und dachte mir, ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht gut. Die sieht aus wie was Falsches. Und die sieht aus wie so eine Kastanie an so einem Ding dran. Und da habe ich mir sehr lange Gedanken gemacht, wirklich, ich habe es mir auch so aufgeschrieben, Berührungspunkt Artischocke, 3 Fragezeichen dahinter. weil ich keine Ahnung habe. Hast du schon mal Artischocke gegessen? Ja, ich finde es aber auch nicht lecker. Wie schmeckt das? Das ist lange her. Jetzt sag nicht wie Artischocke. Dann nee, Artischocke, ich glaube, Artischocke ist auch wieder sehr wichtig. Wie Hähnchen. Nee, jetzt. Nee, das ist auch sehr schwierig, glaube ich, die lecker zu machen. Also, das ist so ein bisschen wie bei, sag mir mal was anderes, was schwer ist zu kochen. Und punktgenau. Fisch. Punktgenau musst du da irgendwie. Kastanien. Du musst dich gut auskennen. Du musst ein Artischocken-Profi sein, ja, um die lecker zu machen. Und ich habe irgendwie 2-3 Mal probiert, das war die Scheiße. Ich weiß aber auch nicht mal, wie die geschmeckt hat. Also, Artischocke, nicht in meine Socke an Weihnachten. Ja, finde ich gut. Das finde ich persönlich gut. Aber das war's auch schon. Liebe Zuhörer, ja, macht ihr besonders leckere Artischocken? Schocken? Was gibt's denn für ein geiles Gericht vielleicht? Mal? Sagt mal bitte. Das ist immer nur so beilagenmäßig, ne? Ist immer nur so Beilage. Artischocke ist immer nur. Artischocke schockt nicht so. Artischocke schockt nicht mehr. Schockt, weißt du, warme Brille schockt bei Fest und Flauschig nicht mehr. Alter! Artischocke schockt hier nicht mehr. Ja, Alter, was habe ich denn letztens gesehen? Ich habe letztens. Ach ja, hier, Dogs of Berlin. War das das? Ja. Nee, das war was anderes. Dogs of Berlin habe ich auch geguckt. Aber das war irgendwas, wo auf jeden Fall hinten im Hintergrund waren dann so große Plakate aufgehangen.
Und das war irgendwie völlig unpassend zu dem eigentlichen, zu der eigentlichen Sache, zu der Handlung, die gerade passiert ist im Vordergrund. Waren große Plakate, wo drauf stand, warme Brille. Aber ich weiß nicht. Da haben die im Podcast sogar drüber geredet. Echt? Wir können nicht Sachen von anderen Podcasts hier nochmal auffrischen. Oh. Ja. Oh, ach so, ja, das. Oh. Haben die sogar drüber geredet, dass ein Setbauer wohl ein Fan war und das dann da hingeschrieben hat. Ja. Im Ernst? Ja, ja, kein Scheiß. Ist in irgendeiner Folge drin. Lol. Also deswegen, wir müssen auch mal ein paar Sachen etablieren, die dann in irgendwelchen, wenn ihr Setbauer im Medienbereich seid. Ja, wenn ihr Leute im Medienbereich die Scheiße hier hören und denken, das ist wertvoll von zwei Leuten. Der eine ist 2 Jahre unter Böhmermann, nichts gerissen, der andere ist fett und ist einfach nur durchgereicht worden von all seinen Kollegen die letzten 5 Jahre. Das ist der Medienpodcast, wo die Leute hinkommen und wissen, hier geht es nochmal weiter in den Keller, wenn schon Scheiße läuft. Also wenn ihr den letzten Tag habt gerade, wenn ihr kurz davor seid, rausgeschmissen zu werden, als Setbauer, schreibt doch mal im Hintergrund von irgendeiner geilen Serie einfach was Lustiges rein, was wir jetzt sagen. Bereit? 3, 2, 1. Kack. Wurst. Ach so, oh nein. Oh, Chance verkackt. Chance. Mann! Chance verspielt, verschockt. Nee, 2 Tomate. Wir wollen 2 Tomate irgendwo sehen. Tomate. Wenn ihr am Set von Tatort arbeitet. Bitte, beim nächsten Til Schweiger Kinofilm. Oh, bitte ganz nicht! Kleine nein, nein, bitte nicht! Doch, bitte klar. Nicht. Hallo, bitte das ist nicht. Der Chiller! Oh Gott. Guck, so viel habe ich schon mitbekommen. Denn oh, beim Rest der Scheiße habe ich mich nicht angeguckt. Oh Gott, hast du gehört? Warum macht man eigentlich eine englische Variante von einem deutschen Film und kriegt. Hast du es gehört? Nee. Der hat von Honig im Kopf. Hat er, honey in the Head. Head full of honey tatsächlich oder so. Oh, hat er mit Nick Nolte. Mit Nick Nolte in der Hauptrolle hat er diesen Film gemacht in Amerika auf Englisch und der wurde zerrissen ohne Ende. Wahrscheinlich zu Recht. Ich habe ihn nicht gesehen, weiß ich nicht. Entschuldigung, vielleicht habe ich auch Vorurteile. Das kann sein. Aber ja, ist so, stimmt auch. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich bin richtig sauer. Ich habe ja einmal mit ihm gedreht, ne? Und dann habe ich auf einer Party. Habe ich dann, also auf so einer Set-Party, so eine, ich glaube, wo es dann zu Ende war, sollte ich irgendwie grüßen von irgendwem, stand ich in der Bar, habe gesagt, ey, Grüße von, Und dann guckt er mich an und sagt, bist du auch Schauspieler, oder? Und ich so, nee, und geht weg. Ich war halt irgendwie Location Assistant, irgendwas. Ja. Und, aber ich finde das auch alles sehr unangenehm, muss ich sagen. Auch als wir da, du hast doch den Teppich gemacht hier von, sag mal. Teppich den, gemacht? Medienboard. Ach so, ja. Medienboard von Medienboard empfangen. Roten Teppich. Ja. Genau. Roten Teppich-Interviews gemacht. Und Interviews, das war das erste Mal, dass ich auch auf so einer, ist ja Berlinale gewesen, ne? Ja. Dass ich auf so einer Berlinalen Abendveranstaltung war, wo ich erstmal sagen muss, das hat mich ja, also, ich fand das jetzt nicht so geil. Also, ich fand das, was du gemacht hast an dem Abend, den Job hätte ich auch gerne gehabt, muss ich sagen, weil das ist fucking interessant. Aber da drin, also es war jetzt nicht scheiße, auf gar keinen Fall. Ich fand es halt super interessant, mal die Leute zu sehen und so. Ja, ist schwierig. Aber es war wirklich so maßlos überfüllt. Ja, es war zu voll. Also wirklich unangenehm voll. Und es war schon ein riesiger Raum und jede 2 Sekunden dachtest du dir, wo ist Sophia Tomala, wo ist Sophia Tomala? Also vielleicht habe auch ich nur das gedacht, aber keine Ahnung. Mal eine schöne Bildschlagzeile hätte mir, mit wem, wer ist Sophia Tomalas neuer Freund? Ja, hey, ich spiele Videospieler, Minecraft, okay, hallo. Ja, das war aber krass, ne? Aber ich war, das wissen die wenigsten, ich war auf irgendwie 3 Aspirin-Komplex. Ich war eigentlich sehr krank davor und auch ein bisschen aufgeregt. Ich meine, das hast du ja auch nicht immer. Ich meine, plötzlich steht dann Jim Jarmusch vor mir. Und ich sollte ja immer nur so diese normalen Lifestyle-Fragen stellen, ne? Hier, wie feiert ihr so? Was seid ihr hier zum Party machen? Oder was macht ihr so heute Abend? Und dann Jim Jarmusch sowas zu fragen, da denkt man sich auch so, okay, ja, irgendwie hätte ich vielleicht nochmal was vorbereiten sollen. Ja, ich hatte ja was vorbereitet. Du hattest was haben vorbereitet für Jim Jarmusch. Genau. Nein, ich habe was vorbereitet für dich und ich wurde da nicht interviewt von dir. Ach so, da haben wir doch später so sogar noch drüber geredet. Genau. Weil Fischi hat uns dann gekonnt übergangen, weil da kommen ja die YouTube-Aslaks, da hinten kommt Barbara Schöneberger, verpisst euch mal. Ja! So. Und ich hatte den perfekten Gag,
für diesen Livestream, für diese ganzen Mainstream-Zuschauer bereit. Ich hatte in meinem Jackett drin, stimmt gar nicht, ich hatte gar keins an, ich hatte in meiner Jacke drin ein Zettelchen. Und auf diesem Zettelchen standen alle stereotypischen Antworten, die man immer gefragt wird auf einem roten Teppich, wo ich dann einfach nur angefangen hätte zu antworten. Ich hätte gesagt, hallo Arthur, auf diese, hallo Frederik. Auf ganz so, natürlich, Fragen. Ja, da muss man mehr machen, total schrecklich gerade. Finde ich auch, kann ich noch nicht viel mehr drüber erzählen. Aber wir arbeiten mit Hochdruck dran. Ja, ich war gerade ganz lange im Ausland. So, das wollte ich nur sagen und einfach gehen dann. Geil. Und ich bin nicht rangekommen. Und der Gag war so gut, dass ich im Hotel halt wirklich eine Stunde dran gesessen habe und mir Interviews reingezogen habe, wo immer die Leute die gleiche Scheiße labern. So, ja, mega anstrengend gewesen, aber es hat so viel Spaß gemacht. Ja. So, weißt du, die gleiche, ich wollte es nur machen, ohne dass, wie der Typ von Eintracht Frankfurt, hast du das gesehen? Mega sympathisch. Eintracht Frankfurt, oh Gott, wie hieß denn der nochmal? Interview, ich komme mal schnell nach, ich hab's sofort, Leute. Interview, mega lustig. Danny da Costa, der hat sich einfach selber interviewt. Echt? Der hessische Rundfunk hat ein Interview gemacht und er geht dann einfach hin und sagt, ja, heute war ein mega schweres Spiel. Und also, nee, er fragt nur so, ja, und wie und alles gut? Und er fragt dann so, ja, soll ich mich einfach selber interviewen jetzt? Und dann meint er, ja, können Sie gerne machen. Und dann fängt er irgendwie an und rattert da runter. Es ist sehr lustig, das haben schon interviewt sehr viele gesehen. Sich selber. Danny da Costa, es geht eine Minute, ist wirklich sehr, sehr lustig, Leute. Guckt euch das nochmal an. Ist, wie gesagt, ein bisschen her jetzt, ein Monat. Aber es ist wirklich sehr witzig. Guckst du das gerade? Ja, Entschuldigung, ich. Okay, er guckt sich einfach. Ich rede da jetzt einfach drüber. Also er macht das sehr gut, er macht es sehr souverän, auch sehr selbstironisch. Und das finde ich dann immer schön, wenn man so ein bisschen, ich sag mal, da so den Stereotyp brechen kann. Aber das war an dem Punkt leider nicht gegeben und nicht unser, ich sag mal, Tag, wo wir das so durchziehen konnten. Er hört es gerade tatsächlich sich an. Sehr lustig. Sehr lustig. Dieses Lachen, diese Lachstotterer. Das war richtig schwach, sagt der andere. Was ist denn mit dem? Ja, aber ich finde das super. Ich finde das so richtig selbstironisch. Ja, das ist wirklich lustig. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Sowas braucht man mehr. Und macht einen auch von einer auf der anderen Nacht, macht einen das sehr bekannt als Fußballspieler auch, was natürlich gut ist für Werbedeals. Das ist richtig, das ist richtig. Ja, man braucht ja auch eigentlich dieses Thema nicht nochmal neu aufmachen, weil es wurde schon 300 Mal besprochen, aber... Ich meine, Fußballinterviews sind ja die austauschbarsten der Welt. Ich meine, was, oder der, also von allem. Ich meine, und besonders, die sind immer dazu angehalten, so ein scheiß Interview zu geben. Wie beschissen ist das denn? Das ist ja vertraglich festgelegt. Wenn da jemand fucking 25 Jahre auf sein Lebensziel hinarbeitet, im fucking Finale bei der WM steht, dann verlierst du und dann musst du 2 Minuten später sagen, wie es dir geht. Ja, dann wird doch keiner sagen, ja Mann, habe ich jetzt einen fucking Ständer in der Hose. Dafür habe ich 25 Jahre meines Lebens hingeschmissen, um Zweiter zu werden. Die Scheiße machen wir nicht nochmal. Philipp Lahm ist mit 25 abgedankt, weil der keinen Bock mehr auf die Kacke hatte und weil er es einmal gerissen hat, Alter. Meine Fresse, was soll ich denn jetzt machen hier? Dass da nicht mal einer ausgerastet ist und einem wirklich so eine mitgegeben hat. Das so, sind natürlich ja, frag mich doch nicht. Ja, Mertesacker war das doch immer. Der ist doch so bekannt geworden dafür, weil er dann so groß gefragt wurde. Ja, nee, was hat er denn aber gesagt? Mit der Eistonne war das doch irgendwas. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber das ist genau das, wo ich mir immer dachte, so, ey, die haben doch alle so schlechte Laune, jetzt lass die doch in Ruhe. Ich will auch nach dem Spiel, aber die Infos wenn ich verloren habe, nicht nix hören. Was bringt mir denn diese Info, dass er sagt, ja, war nicht mir so. Mir geht's gut. Jetzt nicht gut. War ja, nicht denkst so gut, du mir? Ja. Ich bin doch Fan, Mann. So, dann lass doch alle zusammen depressiv werden. Man sollte nur Interviews machen bei den Leuten, die gewonnen haben. Und dann kann man so umschalten auf 2 Channels. So. Oh, wir haben 3-1 verloren im Finale. Ja, dann lass doch nicht mehr Interviews gucken jetzt. Nee, aber man könnte ja auch mal interviewen, so was gerade da los war in den letzten Wochen bei den Menschen. Das würde vielleicht auch helfen. Ah, ihr habt verloren. Wurdest du verlassen oder weiß nicht, hast du gerade... Ich habe meinen Fuß gebrochen. Ah, das ändert natürlich einiges. Du bist doch der Stürmer, ne? Ja. Ach, nee, ist ja auch egal. Es ist doch alles, ich meine, wenn die Leute das möchten, dann sollen sie es bitte machen. Das war auch wieder so ein austauschbares Ding, ne? Am Ende eines Segments so, ja, wenn Sie das möchten, können Sie es auch machen. Wir lassen hier mal an der Stelle alles offen und gucken, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Oh Gott, ich würde so gerne fucking Politiker sein. Ich würde alle reinfallen. Aber die Partei gibt's ja schon, von daher 2 Leute müssen es auch nicht machen. Du, ich hab eine These. Käse. Ich habe eine These für die Zukunft. Ich sage jetzt voraus, Anfang 2019, was sich dieses Jahr, vielleicht spätestens nächstes Jahr verändern wird. Oh oh. Global es geht um das jetzt? Thema. Ja, klappt schon. Okay. Es ist wirklich eine These, die in euer
Leben grätschen wird, wenn ihr in einem Büro sitzt mit anderen Leuten. Bist du bereit? Oh oh. Ich sage jetzt und hier voraus, das Ende der regulären Raucherpause. Oh! Hammer, ja, ne? Bitte, danke. Hammer, Hammer, ne? Weißt du, warum? Warum denn jetzt? Weil es gibt ja, ich weiß, dass viele Firmen das schon ein bisschen adaptiert haben, aber es gibt ja normalerweise keine Norm für eine Raucherpause. Eine Raucherpause findet ja statt. Da gehen dann zwei Leute oder mehr. Also wir sind nicht Raucher, ne? Wir gehen hier raus und dann geht man zu irgendjemandem hin und sagt, ey, willst du eine rauchen? Ja. Das ist so der Abschaltmoment. Manche machen es aus Stress, whatever, mir egal. Ich habe früher mal geraucht, ich habe das auch so gemacht. Ja. Ich habe auch mal an der Zigarette gezogen. Ich war klein. Heftig, ganz schlimm, ganz klein war ich. Mit 14 Jahren. Oh, mit 8. Habe ich 3 Schachteln am Tag geraucht. Die Stimme kommt nicht von ungefähr. Nee. Und ich sag mal, die Limitierung von einer Zigarette ist ja da. Die zündest du an und dann ist irgendwann der Filter ganz am Ende und dann ist sie aus. Ob du willst oder nicht. Danke. Ne? Wenn du bis zum Filter durchrauchen solltest. So. Und das verschwindet aber jetzt gerade mehr und mehr und mehr durch solche Dinger wie die E-Zigarette. Ah. Komplett. Weil die E-Zigarette, bei aller Liebe, da kannst du, wenn du so einmal so ein Trichterchen oder wie das da heißt, von diesen Liquids, die du da reinmachst, die verdampft werden, das Ding kannst du ja 4,5 Stunden wegprügeln und stehst immer noch vor der Türe. Und ich glaube, no joke, wirklich steile These, teilt mir das gerne mal oder uns gerne mal auf Twitter im Laufe des Jahres mit, wenn dann mal der Arbeitgeber auf euch zukommt und sagt, ey, wir beschränken das jetzt mal zeitlich, diese Raucherpause, weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es in einigen Betrieben so ist, dass die Dinger, also diese Raucherpausen, sich sehr lange ziehen, weil es Grüppchen gibt von Leuten, die E-Zigarette rauchen und dann nicht sagen, ja, wir machen mal 2, 3 Puffs, weil du hast ja einfach keine Regulierung mehr drin. Weil eine Raucherpause wird, glaube ich, von vielen Arbeitgebern toleriert, weil es ein Ende hat, ein absehbares auch, das Ende der Zigarette. Mit der E-Zigarette fällt das Thema flach. So, ja. Damit gibt es kein Ende mehr. Und ich glaube, das zieht sich dann. Und ich glaube, deswegen wird es entweder eine Abschaffung geben, was ich nicht glaube, oder eine krasse Regulierung irgendwo. An irgendeinem Punkt wird das kommen. Und ich glaube, recht bald, weil der Trend ist schon relativ weit fortgeschritten bei vielen Leuten. Und das kommt ja auch mehr nicht nur mit E-Zigaretten, sondern auch mit diesen Zwischendingern. Es gibt ja jetzt irgendwie diese kleinen Stümmel, sehe ich überall in der Stadt, die Werbung. Ja, die auch Werbung in solche, die du auch in solche Diese Kino-Werbung ist so schlimm, Mann. Dinger steckst. Also die brauchen aber auch viel länger und haben kein absehbares Ende. Also ist auch nicht so wie eine Zigarette. Und ich glaube deswegen, das würde mich so interessieren mal, ist absolut nichts, was mich bewegt in meinem Leben. Aber ich habe da so, ich weiß nicht, ich bin da drüber nachgedacht und dachte mir, das ist doch voll interessant. Freddy, es ist eine gute Käsethese, aber ich halte dagegen und sage, dass wenn dann nur ganz vereinzelt das zu Problemen führt, weil gerade bei größeren Gruppen, wo dann noch irgendwie Raucher dabei sind, dann werden die E-Zigaretten-Leute einfach so lange dampfen, wie die Leute da ihre Zigarette rauchen. Und eigentlich wissen ja Leute auch, dass sie da nicht zu lange stehen sollten. Ja, aber wenn dein Job scheiße ist. Wenn dein Job scheiße ist, ja, dann stehst du halt vielleicht im Schnitt 2 Minuten länger, als du vorher standest. Und außerdem kann man was dann aber im Jahr schon Tag ist. Ja, okay, ja, sehe ich ein. Aber das, ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie Bock hat, eine Stunde zu stehen. Also ich glaube auch nicht, wenn man, ich weiß ja nicht, aber ich glaube nicht, dass du da irgendwie viel Gefallen dran hast, einfach eine Stunde die ganze Zeit an diesem Ding zu ziehen. Ich weiß es ja auch nicht, deswegen frage ich ja die Leute da draußen. Wenn jemand das vielleicht mal mitbekommen hat, vielleicht selber die Erfahrung gemacht hat, vielleicht vorher geraucht hat und jetzt eine E-Zigarette raucht, auch Nikotin. Sehr interessant. Auch, sehr interessant. Ob ihr das vielleicht selber bei euch mitbekommt, weil ich habe halt keine Berührungspunkte mehr damit. Deswegen wollte ich mal euch daraus fragen. Und es ist so ein Thema, was hier gut reinpasst, weil ihr seid immer fleißig am Tippwerk. apropos fleißig am Tippwerk. Soll ich mal was schreiben? Nee. Kann ich. Uns hat da auch jemand geschrieben, oh Gott. Das ist schon ein bisschen weiter her oder ein bisschen weiter zurück. Wir haben ja diverse Male das Thema Non-Binary angesprochen, bei Geschlechtern. Oh ja, da hat jemand was geschrieben, ne? Genau, und da meinte jemand, wir können ihn nochmal einladen, weil er definiert sich als weder noch, heißt es dann ja, ne? Also weder Mann noch Frau oder keins von beiden. Ja. So, sozusagen. Ja. Weder noch hört sich so an wie irgendwie im Raum, aber eins oder keins von beiden ist so, da ist was anderes. Boah, ist richtig schwierig, meine Güte.
Das fand ich voll interessant. Sollen wir das vielleicht mal probieren? Ja, also wenn der, irgendwie sollten wir das. Oder irgendwie vielleicht mal so eine vielleicht, ob der irgendwo eine Sprachnachricht an irgendeine Mail oder so hinschicken kann und uns das dann mal in der Sprachnachricht erklärt. Ja, vielleicht. Weil viele haben ja jetzt nicht unbedingt ein Mikrofon, wo man dann hier ein paar Stunden mit mitlabern kann. Ja, eine Mail würde ja auch schon reichen einfach, ne? Genau. Also, du meinst einfach nur die generelle Frage, kannst du uns das erklären oder hast noch genau, andere? Genau, oder als was definierst du dich, wie hast du es gemerkt? So die Basic-Sachen, wo man stereotypisch, glaube ich, mit angequatscht werden würde. Ja. Weil wir haben ja wirklich, glaube ich, beide auch nicht so Plan. Nee, mich interessiert das voll. Tatsächlich. Also man könnte es natürlich auch googeln, aber ich finde es irgendwie auch ganz gut. Und das war der Alex übrigens. Ja, wenn es jemand selber ist. Das war Alex. Die Alex. Beziehungsweise nicht zum, oh Gott, das ist wirklich schwer, ne? Oh ja, das ist wirklich schwierig. Das wäre schon mal die erste Frage, wie spricht man das an? So, das wäre doch schon mal die erste Frage. Ja. Unsere lieben Zuhörer könnten ja auch Fragen formulieren unter dem Hashtag zwei Tomate, vielleicht an den Alex oder so. Und der Alex könnte dann da reinschauen und uns eine Mail schreiben. Da bräuchten wir aber auch eine Mail, ne, Freddy? Ja. Machst du eine Hotmail? Lass uns doch eine. Was ist denn sicher? Schickt uns doch einfach mal an zweitomade@gmail.de. Schick da mal die Dings hin. Schick da mal die Dings hin, oder? Ja! Ja. zweitomade@gmail.de. Gmail.com. 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 Lieber Alex. Oder auch Matthew. Oder auch andere auch. Die, also das Ding ist halt, er sagt das so, aber er hat auf seinem Profilbild, ich weiß, sind das Schauspieler? Ich gehe jetzt einfach mal durch. Da stehen zwei Leute unter einem Rosenblütenbaum. Der eine ist asiatischer Herkunft, würde ich jetzt sagen. Und die Frau, die er im Arm hält, sieht, ich weiß heutzutage wirklich nicht mehr, afroamerikanisch, ist das richtig? Jetzt auch asiatisch gesagt, aber... Auch asiatisch? Wenn du, ja? Also aus meinem Blickwinkel sieht es auch asiatisch aus. Ja. Okay, ja, beides? Deswegen meine ich nicht die Person, sondern die. Klar. Ich bin so irritiert. Er hat auch 2700 Fotos. Weiß ich nicht. Entschuldigung. Oh Mann. Also, ich finde es voll interessant. Ja, ich auch sehr. Ich gucke hier gerade mal Bilder durch, ob es da Bilder von ihm, ihr. Ist ja auch eigentlich egal. Gibt. Ich meine. Oh je. Ja, einfach mal vielleicht so ein kleines Voice-Recording, eine Sprachnachricht, die wir hier mit einfließen lassen können, wenn du das möchtest. Eine Mail, einfach einen Text, wo man. Oder eine Mail. Können wir auch vorlesen. Genau. Wir können ganz gut lesen. Oder wir können Leute holen, die lesen können. Vielleicht können wir ja mal jemanden holen. Finde ich gut. Der Sachen vorlesen. Der die Sachen vorlesen kann. Alter Vater, ey. Leckos mio. Puh, okay. Gut, das habe ich angesprochen. Oh. Ja. Du, weißt du noch die Folge, die wir mit Pete's Meat gemacht haben, mit Peter? Mit Peter, ja. Was da? Was der, denn? Da habe ich so ein Monopoly bekommen, ne? Pete's Meat. Ja, hast gespielt? Ich hab inzwischen ein zweites bekommen. Ich wollte jetzt mal das nicht auflösen. Also, ich glaube, an dem Punkt hat bestimmt auch Mikkel, der hört ja auch manchmal hier rein, abgeschaltet. Hallo! Das ist gut. Ich habe jetzt zwei Stück. Und ich wollte jetzt nichts sagen, weil wenn ich jetzt noch drittes kriege, dann mache ich einen Handel auf für euch, Leute. Ihr kriegt es reduziert bei mir. Weil ich glaube, dass Peter öffentlich immer noch auf so eine Anerkennung war und einfach gesagt hat, schick dir Nummer 1, da scheint nichts auf Twitter gekommen zu sein. Weil ich habe mich im Podcast bei Peter bedankt. Und wenn ich ein drittes kriege, dann gebe ich euch eins. Wirklich. Kannst du mir mal eins schicken, du Arsch? Kann ich machen. Nee, lass natürlich. Mal. Nee, ist okay. Ich hasse Monopoly. Ich hasse Monopoly. Ich hasse die Pizza Meets. Liebe Monopoly. Spaß, meine Güte. Da fällt mir ein, ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben die Känguru-Chroniken gehört. Hast du das auch schon mal gehört? Ist das gut. Oh, ich liebe den. Oh, ist das gut. Wie heißt der nochmal? Marc? Weiß ich nicht, aber der klingt so mega krass wie ein Radio 1-Moderator. Oder war das Lux FM? Marc-Uwe Kling. Oh, Marc-Uwe Kling ist so gut. Aber das Ding ist, das ist ja ein Hörbuch. Hörbuch. Hört euch das bitte an. Gibt's auch auf YouTube. Die Känguru. Ich hab das auf. Die Känguru-Chroniken. Gibt's auch schon anscheinend auch weitere Teile von. Auf jeden Fall. Drei Stück, ja. Das Problem in Anführungszeichen ist, das Ding ist ja vier Stunden plus. Ja. Und dann wenn du Auto fährst und du hörst das,
Dann auch dazu kommt erschwerend, dass jemand schläft im Auto und diese Person will es nicht ein bisschen leiser haben. So, ja. Und jetzt hast du aber, wenn er redet, für die Leute, die es nicht kennen, da ist dieser Marc-Uwe Mensch, der hat diese Bücher geschrieben oder das Buch geschrieben und er liest die vor und er hat eine selber Stimme, eine Erzählerstimme und er hat die Stimme, er macht die Stimme von diesem Känguru. Und irgendwie ist es nicht so gut abgemischt. Oder vielleicht ist es auch so gewollt, dass er dann halt so redet, wenn er dann sagt, dann ging ich aus der Tür und dann guckte ich nach vorne und da war das Känguru und es sagte, hallo, na, wie geht's dir? Ja. Also, es war jetzt übertrieben, aber es ist halt viel lauter und gepitchter und dann ist es ein bisschen... Aber er macht es auch live. Live ist es auch immer deutlich lauter. Ja, das sind Live-Aufnahmen also auch tatsächlich, weil man hört die Leute im Hintergrund. Und mein Problem ist dabei nur, ist eine Mischung aus diesem Tonding und auch aus diesem Trott, der dann nach 2-3 Stunden ist es ein bisschen schwierig. Finde ich. Nach 2-3 Stunden. Ich glaube, wenn man es liest, dann nicht so toll. Aber wenn man das hört. Nee, bei mir nicht. Ich hab mir die alle gegeben, als ich immer zur Uni gefahren bin. Ja. Okay. Ich hatte auf der Rückfahrt damals von der Uni habe ich das gemacht und auf der Rückfahrt nach Hause und auf der Hinfahrt wieder. Dann musste ich 5 Stunden Auto fahren, dann habe ich mir jeweils einen Teil reingeballert. Oh, aber es war so gut. Aber so gut. Wie alt ist denn das schon? Schon eine Weile, 4-5 Jahre. Okay. Die erste zumindest. Das erste. Ich habe das gerade das erste Mal. Immer wieder haben mir Leute gesagt, so, hey, das musst du angucken, anhören. Es ist wirklich lustig. Es ist wirklich. Und es ist halt so smarter Humor. Es ist jetzt nicht so total drauf, sondern total. Es ist wirklich sehr, total. Sehr, sehr, sehr gut durchdacht. Ja, man merkt deutscher das Humor, was du wirklich ganz selten nur noch kriegst. So. Ja, aber auch speziell deutsch. Oder in manchen Stellen zumindest. Und der Marc-Uwe, man merkt, er ist ein gebildeter junger Mann. Und beschäftigt sich da auch mit ein paar Sachen, die durchaus ein bisschen deeper gehen. Aber wird dabei niemals so nervig deep. So, der Zuhörer, du Zuhörer bist dumm, weil du weißt nicht, wovon ich rede. Sondern, jetzt ist schön. Der hat eine ganz schöne Grenze so gefunden, wo man ein bisschen drüber grübeln muss und es dann eigentlich aber halt auch direkt rafft. Aber man muss halt zuhören, sehr intensiv. Ja, aber auch politisch Sachen anspricht, ne? Die auch sehr direkt anspricht. Wie oberflächlich wir darüber reden. Es ist gut, aber nicht zu gut. Er spielt Sachen an, aber politisch war nicht so politisch. Ich will auch nicht spoilern. So. Und ich weiß auch gerade kein Beispiel. Aber es war toll. Ich war sehr gut unterhalten. Und solche Sachen, die er da einbaut. Das ist eigentlich, für einen Komiker eine der irgendwie, finde ich, naheliegendsten Sachen, sowas zu machen, dass du einfach einen Zweitcharakter hast, der einfach ganz viele Sachen auf sich vereint, die einfach nervig sind, aber doch irgendwie lustig. Ja, es ist ja auch. Hört rein! Es ist ja auch nicht teuer. Oder lest es. Ich seh gerade, es gibt sogar YouTube-Videos, wie er auftritt live. Genau, die sind auch sehr gut. Theorie, du, wo wir gerade über einen Auftritt reden. Ja. Ich war gerade beim Baumarkt. Da bist du aufgetreten, so Britney Spears-mäßig mit deinen Backstreet. Baumarkt, Einweihung! Genau. Britney Spears, Backstreet, ja. Ja, ich wollte eigentlich Backtänzerin. Wie sagt man das? Backtänzerin. Die Rückentänzerin. Hintergrundtänzer, genau. Gib Bauchtänzer, ich bin Rückentänzer. So viel Fett am Rücken, da schwappelt's schon. Oh Gott. Entschuldigung, ich bin ein paar Was Mal. Was ist denn da los? An dem Kopf. Tut mir leid. Was ist denn da los? Ich habe mehrere Sachen da gehabt. Ich war sehr knapp bemessen an Zeit. Das heißt, ich wusste, dass wir aufnehmen. Ja. Hatte aber nur noch eine halbe Stunde bis zu dieser Aufnahme. Bin dann dahin und dachte mir, ich muss jetzt noch Bretter zuschneiden lassen. Diese Bretter, kriege ich nur hin, wenn keiner da steht. Und Gott sei mir gnädig, stand keiner da. Also ich hatte wirklich Timing. Jesus mit seinen Chips wollte, dass ich diese Aufnahme mache. Es war der mördermäßige Timing-Gedanke, weil, ich weiß nicht, das hattest du bestimmt auch schon mal, ich habe mich wirklich da angestellt und in einer Millisekunde standen ungelogen 20 Leute hinter mir, die was zugeschnitten haben wollten. Ich dachte mir, fick mein Leben. Alter! Wenn ich jetzt wirklich an einer Ampel, hätte ich mal nicht das Kirschgelb mitgenommen, was ich da mitgenommen hätte. Hätte ich jetzt so lange gebraucht, um hier zu sein, dann wäre ich höchstwahrscheinlich jetzt erst hier angekommen. Was sehr beschissen gewesen wäre. Also mega Glück gehabt, muss ich sagen. Und dann wurden mir die Maße, wurden mir immer noch aufgeschrieben, auf so ein Blatt Papier, ne, die ich dem durchgegeben habe, für das zugeschnittene Brett. Und das war, kennst du so Durchdrückpapiere? Wo der dann immer, wo der was draufschreibt, kann das so abziehen, eine Schicht. Ja. Und gibt dir das dann. Ey, was für ein kranker Motherfucker hat das erfunden?
Wie geil ist der denn? Nee, kein Scheiß. Ich stand da wirklich und ich habe das ja schon 100 Mal gesehen in meinem Leben. Aber ich habe da wirklich bewusst drauf geguckt und habe so über Podcast gleich nachgedacht und dachte mir so, was denn dummes Thema, Freddy? Was ein dummes Thema? Und der schreibt da drauf und ich dachte mir so, Durchdrückblatt. Der Durchdrückblatterfinder. In welcher Situation kam der Typ oder die Frau da drauf? Oder das Ding, das Non-Binary. Das Kind. So, I don't know. Ne? War ja wirklich nicht. Da drauf zu sagen, ey, nicht zweimal das gleiche schreiben. Einmal aber nur feste drücken. Wie geil. Und auch wie, ne? Also hat er dann so auf eine Serviette geschrieben und so leicht durchgedrückt und hat gesehen, aber wenn da jetzt noch Tinte reinkommt, weil du musst ja dann so aber ein Blatt beschichten mit so leicht Tinte, dass es durchdrückt, weißt du? Vielleicht war das ja jemand, vielleicht war das ja ein Magier und der wollte gar nicht, dass man da irgendwie eine Kopie hat, sondern er wollte dann mit dem Finger oder mit was Spitzem auf das vordere Blatt schreiben und dann sieht man da nichts und dann sagt er und macht das nächste Blatt auf und sagt, hier, guck. Genau so. Richtig. Ist schimmelig. Und dann mega ist geil. Ey, wenn ihr da Infos habt, Leute, ey, für wirklich, vielleicht ist ja auch jemand verwandt. Wenn ihr Google habt oder so. Dann hey, das darf keiner machen. Wir denken uns jetzt eine schöne Geschichte aus. Bis nächste Woche. Ihr da draußen über den Erfinder des Durchdrückblattes. Finde ich gut. Ah. Und dann das Letzte, was noch am Zuschnitt passiert ist. Hinter mir standen zwei Mädels, die gerade anscheinend nach Köln gezogen sind und eine WG gegründet haben. Achso, die wollten sich ein Baumhaus bauen. Die wollten ein Baumhaus bauen, deswegen sind sie zum Bauhaus, ja. Baumhaus! Und die dann so, hä, das ist ja gar kein Baumhaus hier, und der dahinter, wir sind sehr betrunken. Der dahinter wollte sich ein Obi bauen, aber da war er im falschen Bauhaus. Oh Gott, nee, Entschuldigung, ist spät, Entschuldigung. Fuck, ey, oh je, der Podcast neigt sich dem Ende, ihr hört, ihr fühlt es gerade. Und dann, was Fantastisches passiert, die Wohnung von denen hatte anscheinend keine Standardmaßen bei Türen. Mhm. Und dann, machst du in dem Fall Folgendes, wenn du eine neue Türe kaufst beim Baumarkt und die dann zuschneiden lässt, dann machst du zu Hause vorher was? Was machst du dann? Das ist jetzt das Szenario. Hey, die Türen sind nicht standardmäßig hoch, das wissen wir vom Vermieter. Wir brauchen eine neue Türe aus dem Baumarkt, weil die ist voll am Arsch. Was machst du jetzt? Fischi, was machst du jetzt? Was wäre der nächste Schritt, den du zu Hause machst? Ich ahne, was passiert. Ich rede gut zu. Ich rede der Tür, der alten Tür gut zu. Richtig. Es wird alles, und nachdem ich der Türe gut zugeredet habe, hau ich die aus den Leisten und nehme die mit in den Baumarkt, um die gegenzuhalten gegen die neue Tür. Nee, ausmessen wäre ja verhältnisweise einfach. Eine alte Türe durch den kompletten Baumarkt zu tragen, sich dann zu beschweren, was das für eine umständliche Fahrt in den Baumarkt war, weil ja so wenig Platz im Auto war, mit der alten Türe, jetzt dann natürlich zwei Türen transportiert werden müssen, ist natürlich, muss man mal wieder sagen, eine Idee, Gott, die wirklich auch hätte von mir kommen können. Und der Typ hat sich so beömmelt beim Zuschnitt. Er meinte so, hier kriegen sie ein Maßband. Und er hat ihnen dann so ein Maßband geschenkt, einfach vom Zuschnitt, weil er meinte, da müssen sie keine Türe mehr mitbringen beim nächsten Mal. Vor allem nimmt er und ja die beiden haben sich so beschwert, ey. Die waren so, das ist so eng gewesen. Oh, jetzt ist er gleich mit zwei Türen. Ja, fuck. Und die waren so richtig sauer. Und vor allem hat er ja die Tür entgegengenommen wahrscheinlich von denen und hat sie halt nirgendwo gegengehalten, sondern hat sie einfach abgemessen vorhin einfach. Ja, hat er wirklich. Ja, der meinte, ja, dann messen wir das doch jetzt erstmal ab. Hat die alte Türe ausgemessen, dann die neue. Und die standen da so neben und guckten sich an. Und du hast so in den Gesichtern der beiden gesehen. Fuck, Alter. Mann, sind wir Spackos. Aber ist eine lustige Geschichte für irgendwann mal. Ha, habe ich schon vor euch erzählt jetzt eure coole Geschichte. Oh, war das dumm, das ey. Ja, das war mein Kicker. Ich hab nichts mehr jetzt. Warte, Kicker, warte, ich ging einmal ganz kurz hier, nee. Berührungspunkt Artischocke, nee. Das mit der Backe, habe ich das mit der Oma erzählt, mit der Backe? Nee, habe ich nicht. Okay. Und das ist jetzt mein Kicker. Ich gut. Ich nehme mich zurück. Ich stand in einer Straße und habe auf jemanden gewartet. Und, also im Auto saß ich. Und die Straße war sehr eng. Weil die Autos standen auf einer Seite so quer und auf der anderen Seite halt parallel zum Gehweg. Und da war eine Einfahrt. Und dann dachte ich mir, ich mach mal Platz, weil es ist ja eh quasi nur eine Spur. Ich stelle mich in diese Einfahrt rein, weil wenn jemand reinfahren will, fahre ich halt raus und mach Platz. Und dann fuhr da nach einer Weile fuhr so eine Dame an mir vorbei und blinkte mich an oder so, hupte auch so.
Und ich gucke sie an und sage, hier, zeigst du mit dem Finger, hier hin parken? Und sie so, nein. Und hat aber noch ganz komisch rumgewunken. Links, rechts. Und ich so, parken? Und sie, na. Also, und ich hab dabei telefoniert, ein wichtiges Telefonat, deswegen ich konnte nicht mal eben irgendwie mit ihr reden. Und dann blinkte sie noch und bla. Und dann, naja, da fuhr sie halt irgendwann weiter. Und nach so 5 Minuten oder so, parkte sie irgendwo weit hinter mir ein. Und kam dann auf mich zu. Das war dann so eine etwas ältere Dame, wie ich tippe sie auf 60, 70, so plus minus. Wenn du jetzt wieder mit der Streit hast, ne? Dann hast du wirklich jetzt seit 3 Folgen immer Streit mit älteren Damen. Warte ab. Und ich dann so, hier, Steve, warte mal kurz. Ich muss mal kurz das Fenster runter. Und mach das Fenster runter. Und diese ältere Dame guckt mich an und sagt, Sie wissen aber schon, warum ich Sie angeblinkt habe, nicht wahr? Und ich so, naja, also wir wollten ja nicht hier parken, oder? Nein, aber das ist die Stelle, wo wir immer umdrehen, wenn wir keinen Parkplatz gefunden haben. Und ich so, oh Gott, das tut mir wirklich, und dann habe ich so krass übertrieben, einfach so, oh Gott, das tut mir wahnsinnig, wenn ich das gewusst hätte, ich wäre sofort rausgefahren, tut mir wirklich, wirklich wahnsinnig. Und während ich das alles so rede, grinst sie mich an und greift aber mit vollem Elan so in meine Wange rein, so, und drückt halt einmal so, drückt so links, rechts und so, macht so einen Luftkuss und sagt, schönen Abend, und geht weg. Das war so ein komischer Moment in meinem Leben. Das ist echt ein weirder Move, aber schon eine geile Aktion von ihr voll, eigentlich. Voll. Also ja, sie war erst ein bisschen geile pissed. Aktion von sie war ihr. Echt noch pissed, aber als ich dann so nett reagiert habe, hat sie dann diesen Wangengriff, den konnte sie auch nicht irgendwie. Und du so direkt Fenster hoch, alte Oma, Arm eingeklemmt, sie schreit, du lachst. Geile Story für den Podcast. Tür aufgemacht, Tür wieder ganz schnell zugeschlagen, dann noch einen Arm gebrochen, nochmal reingetreten von der Seite. Und hiermit beenden wir den Podcast. Nach Jesus Chips haben wir noch eine Oma verprügelt, Leute. Wir sehen uns mal wieder. Wenn wir wieder ein paar Rentner verkloppen, Alter. Wenn wir ein bisschen Rentnerboxen in der Stadt machen, dann fahren wir hier durch Köln mit dem Golfkart und ballern mal ein paar Rentner aus dem Leben, Leute. Wir sehen uns so muss das sein. Wieder. Bis zum nächsten Mal. Oh nee, war das Spaß jetzt. Heidi Klum ist verlobt. Tschüss.